Herr Rotter, kurz zur Erklärung, was kann man sich unter dem Begriff E-Marke vorstellen? E-Marke ist ein Qualifizierungsverbund, Qualitätsverbund der Elektrotechniker, wo sich die besseren Elektrotechniker durch stetige Aus- und Weiterbildung abheben von den Standardelektrikern. Wir garantieren und wir stellen sicher, dass sie den richtigen Experten für ihre richtige Arbeit finden und hängen dann während der Bauphase oder am Ende der Bauphase noch Garantien dran, die den Konsumenten auf die sichere Seite stellen. Das eine ist zum Beispiel die Fertigstellungsgarantie. Egal welcher E-Markenpartner ihre Baustelle anfängt, die E-Marke stellt sie zu den gleichen Konditionen, zu den gleichen Vereinbarungen fertig. Und bei der Zuverlässigkeitsgarantie garantieren wir ein Jahr Rundum-Service, wo wir sofort, wenn Ihnen etwas passiert, wenn ein Mangel bei Ihnen auftritt, kommen und das wieder ausbessern. Glauben Sie, dass so ein Service heutzutage noch viel mehr gefragt ist, weil Elektrotechnik auch einfach immer komplexer wird? Stichwort intelligentes Wohnen, Photovoltaik zum Beispiel. Ja, ganz entscheidend sogar, weil durch die erhöhte Technik, durch die gesteigerte Anzahl der EDV in der Wohnungsinstallation, Stichwort intelligentes Wohnen, Stichwort Smart Meter, das intelligente Haus, gesteuertes Haus, ist es so, dass wir für alles Spezialisten brauchen werden, weil einer alleine kann nicht die ganze Landschaft dieser Elektrotechnik abschätzen und immer am neuesten Stand der Technik bleiben. Hier ist es ganz entscheidend und ganz wichtig, dass wir eben diese stetige Aus- und Weiterbildung garantieren und sie den richtigen Spezialisten auch finden. Weil wir eben diese neuen Technologien haben, wird es aber auch immer interessanter für den Elektrotechniker, hier mitzuwirken, hier dabei zu sein und hier sich auch weiter und fortzubilden. Stichwort Photovoltaik, welche neuen Trends erleben Sie denn in diesem Bereich als Experten? Bei der Photovoltaik stellen wir ganz klar fest, weg von Förderungssystemen, ein System, das sich nicht von selbst rechnet oder nicht von selbst erklärt, wie gut es ist, ist unserer Meinung nach nicht wert, auch gebaut zu werden. Wir sagen, Photovoltaik braucht eigentlich keine Förderung mehr, weil das selbstverbrauchte Kilowatt ist das bestgeförderte Kilowatt. Es macht keinen Sinn, Anlagen aufzuschieben und hinauszuschieben, nur weil ich auf Förderungen warte. Ich verliere einfach die Zeit, in der ich die noch nicht umgebaut und nicht umgesetzt habe. Vielen Dank.